Joe ist wieder da und sie stinkt auch. Das sind also die Flecken. Das sind Schweißflecken, glaube ich, oder so. Schmutzflecken. Ja, keine Ahnung. Wer steht dort? Ach, gar niemand. Na Mensch, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Sims 4 von Yamaras. Ja, ist ja interessant, ne? Ja, wir gucken mal, wie es heute so läuft. Du solltest... Stopp mal, du solltest hier Paul einladen, bevor du duschen gehst. Paul. Einladen, hier abzuhängen. Und weh, der kommt nicht. Nathan braucht Freunde. Nathan ist eingeschlafen. Nathan soll hier mal runterkommen. Und Eden, nee, Shirley, plaudert mit Eden. Und sie wollte schelmisch zu Eden sein. Ja, okay, dann sei schelmisch zu Eden. Ja. Beleidige sie mal. Sie schlägt auch gleich zurück, sag ich dir. Hey, ich denke, du wolltest schelmisch zu ihr sein. Wie wird man denn schelmisch? Mehr Auswahl. Unfug? Ach, Unfug bestimmt. Ist das schelmisch? Ja, ich glaube schon. Eden ist wütend. Oha. Oha, jetzt geht's los. Oh, Narga! Grob! Ah, okay, Paul. So, stopp. Hallo, Paul. Ich bin Nathan, dein Geschäftspartner. Wie geht es dir? Stell dich doch mal vor, Nathan. Hallo. Bist ja lahmisch. So, Mädels, könnt ihr mal abgehen? Shirley anbrüllen. Ja, okay, finde ich eine gute Idee. Gesicht beleidigen, was ist das denn? So. Anbrüllen. So, das wolltest du machen und dann gehst du beleidigt nach oben. Und duschst, glaube ich. Dass du dich. Aha, abscheuliche Konfrontation. Nicht gut, nicht gut. So, geh hier mal rein. Aber du hast deinen Wunsch erfüllt. Das ist ja schon mal kalt duschen. Gemein zu jemandem sein. Ja, ist eine gute Idee. Shirley ist auch wütend und möchte kalt duschen. So, bitte sehr. Da kannst du kalt duschen. Nathan, du quatschst hier noch. Das ist eine tiefe Stimme. So, du kannst hier einfach mal über den ganzen Kram quatschen, damit du dich mit ihm anfreundest. Und, ja, damit ihr dann halt gute Geschäftspartner werden könnt, wenn das dann mal passiert. So, ihr seid witzig, wir wissen das. Was machst denn du? Joan? Joan könnte sich vielleicht mal hier versuchen, Auftritt geben. Aha. Gib einfach mal Witze und sie übt dann. Kennt man ja. Sie macht Witze über Ärzte, natürlich. Oh Gott, Eden ist ja rot. Oh, die Gesichtsfarbe ist ein bisschen rot, würde ich sagen. Oh, sie ist glücklich, das ist ja schön. Eden, warum rennst du nackt rum? Ah, ist okay. Ist okay. Jetzt hat sie was anderes angezogen. Das ist geil, dass sie sich von alleine dann umziehen. Dass man das nicht entscheiden kann, was sie anziehen. Also man kann es natürlich entscheiden, aber dass sie das auch von selbst umziehen dann. Finde ich gut. Eden, bitte an das Klavier und gut reden, also gut spielen. Das finde ich super. Und Shirley macht in der Zeit Hausaufgaben. Sieht sie eigentlich aus? Sie ist im sehr guten Bereich. Bald zumindest. Okay. In welchem Bereich ist Eden? Bestimmt im schlechten. Ja, im Viererbereich, aber das ist egal. Was machst du hier eigentlich? Aha, du machst das in Edens Zimmer. Ja, wenn die das merkt, dann gibt es wieder Ärger.
Egal, du spielst sie einfach noch. Ich möchte zumindest den Punkt hier noch voll kriegen. Wie geht's euch da unten? Ist Paul gar nicht mehr da? Ist Paul gegangen? Paul scheint gegangen zu sein, aber du hast jetzt Kontakt mit ihm geknüpft. Das ist super. Wir kümmern uns jetzt mal um die Bedürfnisse dieser Leute. Also, er möchte was essen. Er macht jetzt was zu essen. Errungenschaft fängt gerade erst an. Spiele 5 Stunden die Sims. Hey, na Mensch. Ja, geh mal auf Klo. Ach, nee. Also. Ich habe 5 Stunden die Sims gespielt. Freuen wir uns alle. Verwende das Klo. Spüle das Klo. Mache etwas zu essen. Aber lass es bitte nicht nochmal anbringen. Ich hätte gerne, was kann er denn alles machen? Buntbarsch aus der Pfanne. Oh Gott, ich habe auch gerade Lust auf sowas. Ich mache mir jetzt auch gleich einen Schnitzel oder so. Und zwar machst du eine Partygröße, würde ich sagen. Dann gehst du was essen. Das machen wir dann aber später. Kannst du hier auf Aufräumen? Aufräumen. Du musst mal aufs Klo, aber du hast es bald geschafft. Ach, Paul ist jetzt hier oben. Wie geil, Paul, einfach. Warte, das muss... Geil, einfach. Oh, Eden, ich bin begeistert. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, bitte, ne? Da muss jemand ganz dringend aufs Klo. Auf Wiedersehen musst du jetzt nicht sagen. Du kannst aufs Gästeklo gehen. Level 8 der Kreativitätsfähigkeit. Das finde ich gut. Verwende das Klo. Nathan wird dann auch gleich fertig sein, denke ich mal. Wie sieht es jetzt eigentlich mit deiner Comedy-Fähigkeit aus? Wie weit bist du da? Wachsam? Seit wann bist du wachsam? Wegen Belohnungsstore. Okay. Comedy Level 3, das ist ja schon mal gut. Kochen auch Level 3, Geige Level 1. Na Mensch. Ich möchte auf jeden Fall bei ihnen hier Klavierspielen richtig gut ausbauen, dass sie dann irgendwie vielleicht Musikerin wird. Oder halt in der Art sowas. Weil ich glaube, dass sie Klavierunterricht nehmen kann. Dass Nathan da ein bisschen dahinter ist. Aber wer weiß. Ja. Was ich jetzt gerne machen würde, um ehrlich zu sein. Ich hab's vergessen. Nee, warte, was wollte ich denn gerade machen? Also Shirley schläft schon wieder, das finde ich eigentlich... Okay, das ist okay. Nathan, hast du gekocht? Nathan ist gerade am Kochen. In Arbeitsuniform. Buntbarsch aus der Pfanne. Dann räumt er auf. Zum Essen rufen. Hier, ruf mal zum Essen. Du musst jetzt das noch nicht essen. Du kannst erstmal aufräumen, wie geil er genüsslich ist. Und dann, nö, jetzt darf ich noch nicht essen. Was bleibst du jetzt so sitzen? Aufstehen? So, du gehst mal aufs Klo jetzt. Und du gehst noch nicht schlafen, du sollst essen gehen. Weil dir geht's nämlich nicht so gut. So, hier ein Gericht nehmen. Du räumst jetzt auf, genau. Shirley, steh mal auf, ess was. Bitte sehr. Und du gehst auch was essen. Und Nathan, Essen rufen brauchst du jetzt nicht. Du kannst das hier nehmen. So, bitte sehr. Dann müssten jetzt gleich alle zum Essen antanzen. Oh, Nathan, nicht dein Ernst. Fliegt ja erstmal in Ohnmacht. Okay, ist gut. Und die Kinder, die sitzen ganz genüsslich da. Ja, nö. Ist gerade in Ohnmacht gefallen, aber das interessiert mich doch nicht. Das ist ein geiles Bild, oder? Okay. Wenn du in Ohnmacht gefallen bist, dann kannst du zu Ende essen. Ist sie auch in Ohnmacht gefallen? Nee. Was machst du denn? Geh sofort was essen, dann... Ah, gut, du fällst dich in Ohnmacht. Du gehst danach auf jeden Fall schlafen. Und du gehst nach dem Essen auch sofort schlafen. Eden geht nach dem Essen aufs Klo. Oder? Was willst du hier? Nee, nicht mit Nathan plaudern. Du gehst aufs Klo. Oben am besten. Wir können das Klo gleich mal ersetzen. Oh, oben aufs Klo gehen. In deinem Bett.
in dem Badezimmer, wollte ich sagen, nicht in deinem Bett. Das ergebe nämlich wenig Sinn. Verwenden, duschen, reden üben geht nicht. Schade. Duschen, schlafen. Sie fühlt sich sehr unwohl, weil sie aufs Klo muss. Oh nein, oh nein, 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 das ist nicht gut. Eden, schlecht, nicht vor der versammelten Mannschaft. Ach, ups. Ja, es ist ein bisschen peinlich, aber gut. Da geht sie jetzt baden halt, okay. Ja, finde ich auch. Joan, was machst du? Dass dir nichts vorangeht. Und wenn ich schnell spule, dann geht irgendwie alles, funktioniert alles nicht mehr. Ja, so ist das bei den Sims. Du gehst im richtigen Bett schlafen, das ist ja schön. Du bist beschämt, es tut mir leid. Und dann hast du hier ein wunderschönes Bett, in das du dich begeben kannst. Bitte, bevor du in Ohnmacht fällst. Du möchtest jemanden Unsicherheiten mitteilen. Oh, du bist ja süß. Ein Instrument spielen. Ja. Bitte, Joan, plaudern. Nö, irgendwie nicht. So. Du schläfst schon. Du bist gleich am Schlafen. Okay, wir schwulen vor, weil jetzt gerade nichts passiert. Was machen wir eigentlich morgen? Wäre mal interessant zu erfahren, weil ich gerade überhaupt keinen Plan habe. Es ist irgendwie immer das Gleiche. Ich möchte auch langsam mal heiraten, muss ich ehrlich sagen. Aber das Problem ist, ich kenne noch nicht alle Leute. Vielleicht spiele ich da offscreen mal, dass die Leute die kennen. Das will ich eigentlich auch nicht machen, so offscreen dann irgendwas machen. Muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das nun mache. Aber wir werden noch irgendwas hinkriegen. Das Let's Play zieht sich ein bisschen. Ah ja. Runter. Ich weiß gar nicht, bei welchem Part wir sind. 17, 18 vielleicht. Ich will die Leute aber noch kennenlernen, das ist das Problem. Shirley. Du hast auch gleich Schule, das ist dir bewusst. Und du hast zwar jetzt Schule. Genau jetzt. Euch geht es zum Glück ganz gut. Nathan, du hast bald Arbeit. Steh mal gleich auf und guck noch ein bisschen Fernsehen, würde ich sagen. Kanal schauen. Was guckt man sich so an? Comedy-Kanal finde ich ganz gut. Jemanden anrufen. Ja, können wir mal machen. Aber jetzt nicht. Jetzt guckst du erstmal Fernsehen. Eden ist zur Schule. Shirley noch nicht, oder was? Verspielt. Unkomische Vorstellung, weil Fernsehen geschaut hat. Na Mensch. Aber der Spaß ist oben. Und zur Arbeit gehen sofort. Ach, es stinkt ja schon wieder bei der Arbeit. Na gut. Ist halt so. Freundschaften schließen. Fleißig lernen. Hart arbeiten. Hier, fleißig arbeiten. So. Was machst du die ganze Zeit jetzt? Ich würde sagen, du kannst ein bisschen Geige lernen, oder? Oder willst du... Du kannst ja mal ein paar Leute anrufen. SMS schicken. SMS schicken. Plaudern mit Daria. So, wen kennst du noch so? Niemanden, den wir jetzt auch wirklich einladen würden. Das ist das Problem. Ich brauche Leute, die ich erstellt habe. Wer ist das da unten? Ach, unsere Haushaltshilfe. Ja, du kommst ja super gelaunt zur Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Ich würde dir mal vorschlagen, dass du besser gelaunt zur Arbeit kommst. Und dich nicht am Kühlschrank bedienst. Hast du einen Knall? Warte mal, was? Wo ist er jetzt hin? Ey, wenn der dafür noch Geld verlangt, ich werde sauer. Also, wir haben hier dreckiges Geschirr. Ja, kannst du das mal aufräumen? Ach, das klappt jetzt auf einmal. Ich verstehe das nicht. Hast du jetzt schon sauber gewischt? Hier hat ein kleines Mädchen gepinkelt und wir haben eine Mülltonne. Wir können gleich mal eine Mülltonne kaufen, fällt mir gerade auf. Machen wir jetzt sofort. Mülltonne. Wo finde ich das denn jetzt nochmal? Ach, hier. Okay, okay, ist gut. Hier draußen eine Mülltonne hinstellen. Ich glaube, das ist doch die Mülltonne, ne? So,
So, wartet mal. Zurück. So, BB, Move Object. Und dann die Mülltonne. Hä? Hä, was will der von mir? Du sollst... Warum funktioniert das nicht? Wartet mal. Ach so, warte. Ich verstehe es. Vor allem habe ich das jetzt tausendmal eingegeben. Ihr denkt euch bestimmt, ja, aber was soll denn das? Warum guckst du da nicht hin? Ja, ich gucke beim Schreiben meistens nicht hin. Das ist das Problem. Ansonsten wäre das ja alles ganz gut. So. Geh mal in den Live-Modus. Fände ich super, wenn du das machen würdest. Und wir gucken mal, was wir heute so machen. Also, was wir jetzt mit Joan machen. Die ist ja die Einzige, die jetzt noch da ist.